Es gibt keinen würdigeren Gegenstand der Reflexion und der Philosophie und des Nachdenkens als Gott. Mir fällt jedenfalls keiner ein. Was ich besonders faszinierend fand an dem Kurs Grundfragen christliche Existenz, war, dass ich davon ausging, dass ich das schon alles wüsste und dass ich dann beim Laufe des Kurses gemerkt habe, dass das gar nicht der Fall ist. Ja, das Spezielle am CS ist, dass es irgendwo eine Möglichkeit schafft, über Tabuthemen, die normal vielleicht in der Kirche oder in der Gemeinde sind, wie zum Beispiel Schöpfung, Evolution oder allgemein Glauben und Wissenschaft, oder auch wenn es um Jesus geht, so der historisch kritische Aspekt und wie es der CS wie den Raum schafft, sich dem mal zu stellen und gleich im Interesse, dass das mein Glauben fördern sollte. Es hat mich fasziniert, dass wir auch über aktuelle Themen reden konnten. Zum Beispiel Genderfragen oder auch die Frage vom Auftrag von der Kirche heute. Schwierige Themen wie das Leiden oder auch die ganze Frage nach der Dreieinigkeit, das Wesen der Dreieinigkeit, oder ist Jesus ganz Mensch, ganz Gott gewesen, wie geht das? All diese Sachen sind auch besprochen worden. Unser Lehrgang Grundfragen christlicher Existenz zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass er an der Universität verortet ist. Ich finde an CAS sehr reizvoll, dass er die Balance hält, auf der einen Seite sorgfältig wissenschaftlich zu arbeiten und wirklich fundierte Kenntnisse zu vermitteln. Auf der anderen Seite bleibt es nicht trocken, sondern es ist auch eine Gemeinschaft von Teilnehmenden und von Lehrenden, die miteinander beten, die miteinander in den existenziellen Austausch gehen. Er zeichnet sich zum Zweiten dadurch aus, dass er ganz klar ökumenisch orientiert ist. Dass jetzt nicht nur gesagt worden ist, das ist meine Meinung und das ist richtig, sondern dass die katholische Seite, die protestantische, die reformierte und die evangelisch-freikirchliche Sicht zum Wort gekommen ist. Und das dritte Kennzeichen ist, dass unser Lehrgang Theologie allgemeinverständlich vermitteln möchte. Besonders gefallen haben mir die Referenten, die ihr Wissen und ihren Glauben vermittelt haben und die sich wirklich Zeit haben genommen im Gespräch für uns und mit uns und sich allen Fragen gestellt haben, die wir Studenten hatten. Es sind nicht einfach Professoren, die kommen und einem den Kopf abfüllen, sondern es sind Professoren, die sich als Gläubige zeigen mit ihren Ecken und Kanten. Und es geht dann darum, miteinander den Weg zu gehen. Und das ist das, was der CS in meinen Augen auch so wertvoll macht. Es ist nicht einfach nur ein Kurs, wo man Theorie verarbeitet, sondern wo man auch merkt, dass es auch eine Auswirkung hat auf das persönliche und das gemeinsame Glaubensleben. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch wie miteinander musizieren. Man spielt miteinander, man diskutiert miteinander, man reflektiert miteinander. Und das ist ein ganz anderes Schaffen, als das sonst an der Uni normalerweise üblich ist. Und ich war irgendwo manchmal ein bisschen eifersüchtig auf die Leute, die dort in diesem Kurs sitzen, weil die innerhalb von 2 Jahren so zentrale Themen auf eine kompakte Art und Weise von guten Theologen und Professoren dürfen hören, wo ich 5 Jahre im Studium hocke und mich auch mit anderen Sachen umschlagen muss, um eigentlich die zentralen Sachen dürfen zu hören und mitzunehmen. Am 4. September startet unser nächster Lehrgang Grundfragen christlicher Existenz. Es wäre toll, wenn wir uns dort auch persönlich begrüßen könnten. Ganz, ganz herzliche Einladung.